raus. Oh. Ah, voll daneben. Find dich voll daneben. Deshalb hau ich dich. Oh, ein Geschütz. Okay, eigentlich voll unnötig, dass ich da jetzt drauf schieße, weil es, glaube ich, gar nicht in diese Richtung geht. Komm da, runter. Klaus Peter, ich habe dir gesagt, du sollst da nicht hochgehen. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Oh, ich glaube, wir gehen doch da lang. Stop! Stop, stop, stop. Aha! Oho! Ehe. Wo ist hier noch jemand? Ich habe noch jemanden gehört. Sie kann gehen! Los! Halt! Wir werden es schaffen! Keine Feinde in unmittelbarer Nähe geortet, Commander. Verstärkung rückt vor, um die Evakuierungsroute zu sichern. Kann ich da runterspringen? Nein. Cortez, wir treffen uns am Landeplatz. Verstanden. So, jetzt sind wir eingestiegen. Und die Mission hätten wir dann wahrscheinlich auch schon erfolgreich erledigt. Mit Skill. Ja, diese Mission haben wir erfolgreich erledigt. Yay. Woo. Party. Wir kriegen Berichte über Angriffe gegen andere Städte auf Benningrhein. Leugnet Cerberus noch immer seine Beteiligung? Ja, und diesmal glauben wir ihnen sogar. Unschuldige Menschen zu erschießen ist nicht ihre Art. Jedenfalls haben die Zivilisten da unten jetzt eine Chance. Wir verstärken unsere Stellung und holen die Leute raus. Danach befreien wir den Rest des Planeten. Hoffentlich gelingt uns das auch auf der Erde. Eines Tages, Commander. Bis dahin müssen wir einfach reagieren. Weitermachen. So. Was wir noch brauchen, also was ich gern noch hätte, wäre einfach der Katalysator für den Tigel. Weil das wäre halt schon so die Überwaffe, mit der wir das eigentlich schon ziemlich gut schaffen könnten. Ja. So, das durchleuchtet mich mal auf meinem eigenen Schiff, weil ich ganz bestimmt irgendwas hier durchschmuggle, was ich nicht darf. So. Wir machen jetzt einfach mal gerade eine Mission nach der anderen. So, das war das. Jetzt müssen wir wieder dahin zurück. Aktivposten erhalten 50%. Was ist das denn? Oh. Da kommt die Reaper. So, wohin jetzt? Nein, die Basis des Unbegrenzten. Greifen noch nicht an. Kommunikationszentrum oder ehemalige Cerberus-Wissenschaftler finden. Gehen wir erstmal dahin, weil vielleicht kennen die ja die. Vielleicht kennen die ja den Katalysator für den Tigel. Ich habe etwas gefunden. Oh, gleich zwei Sachen. Oh Mann. Scannen. Ah, wir haben Geld bekommen. Ah. Credits erhalten. Ah, okay. Untersuchen. Ah, wieder im Rack. 200 Einheiten Treibstoff erhalten. Na, das ist doch was. So, nicht schnell verziehen, bevor uns die Reaper auf den Senkel gehen. So.
Einfach mal alles scannen. Meint aber nicht so. Auf Gelix. Gelix. Landen wir mal. Woo! So. Wir nehmen mit wieder James und Lyra. Obwohl, wir nehmen, glaube ich, James. Doch, wir nehmen James und Lyra mit. Die beiden sind gut. Gutes Personal. So. Da wollen wir nichts verändern an der Bewaffnung. Was mit den Skills verteilen? Wie sieht's aus? Wie lange sitzen die Wissenschaftler hier schon fest? Wir haben kaum Infos. Ma'am, ich empfange Funkverkehr von Cerberus-Männern, die das Depot angreifen. Die Wissenschaftler angreifen? Und so wie es sich anhört, sind noch weitere Soldaten unterwegs. Setzen Sie uns ab und verschwinden Sie. Ich brauche diese Wissenschaftler lebend. Nur doch. Jacob. Wie auch hieß. Er hieß auch Jacob aus Mass Effect 2. Ziemlich unwirtlich, selbst für einen Außenposten. Wow. Schon gut, bleiben Sie einfach in Bewegung! Sehr geil. Was haben diese Leute getan, um so eine Aktion zu rechtfertigen? Stirb, stirb, stirb. Hahaha, der wird weggezogen. Und muss fliehen. Hey, da vorne. Vorrücken! Weiter vorrücken! Vielleicht können wir die Kerle von der Flanke nehmen. Versuchen wir's. James! Stopp. Aber sicher, Commander. Mann, wo kommen die denn alle her? Wow! Oh. Vielleicht war das doch ein bisschen zu offen. Durch den Schlitz erschießen. Aha. Talent. Wow. Wow. Ihr fliegt. Und du wirst zerschmettert. Das tut schon weh, ne? Aha. Alles ist gesichert. Ich suche nach Überlebenden. So. Da. Shepard. Jacob, sag ich doch. Wie schlimm? Ich werde es überleben. Glaube ich. Hier ist Commander Shepard von der Allianz. Keine Feinde im Augenblick. Öffnen Sie die Tür. Ist Jacob da? Es ist okay, Bryn. Ah. Sie können Mitglieder aus der Distanz mit der Kraft
Erste Hilfe wiederbeleben. Dabei wird ein Medigel verbraucht, wenn sie allerdings direkt bei ihrem gefallenen Mitglied stehen. Jacob. Ja. Oh mein Gott. Mir geht's gut, aber die anderen sind tot. Was machen Sie hier? Ich soll diese Leute vor dem Unbekannten und seinen Kampfhunden beschützen. Sind Sie weg? Im Moment schon, aber Sie kommen wieder. Sind Sie wirklich okay? Ja, das geht schon. Wenn Sie mich nochmal retten, bin ich Ihnen langsam was schuldig. Diesmal geht's aufs Haus. Hey, auch schön, Sie zu sehen. Danke, auch an Sie. Hm? Shepard, das ist Dr. Bryn Cole. Sie hat hier das Sagen. Was geht hier vor? Unseren Informationen nach gehören Sie zu Cerberus. Wir sind Ex-Cerberus, größtenteils Wissenschaftler. Zivilisten? Sagen wir Flüchtlinge. Wären wir nicht weggelaufen, wären wir jetzt tot. Warum will der Unbekannte Sie töten? Unsere Geschichten haben in etwa dasselbe Thema. Wir haben mit Daten von der Kollektorenbasis an diversen Komponenten einer höheren Technologie gearbeitet. Sobald jemand mit seiner Komponente fertig war, ist er verschwunden. Keine Leiche. Nur verschwunden. Bei jedem Fortschritt dachten wir, wir würden gegenseitig unsere Todesurteile unterzeichnen. Der Unbekannte spaßt nicht. Was er nicht kontrollieren kann, vernichtet er. Dieser Brain Trust muss ein herber Verlust für ihn sein. Sie mussten doch wissen, dass man sie findet. Wir sind eine ziemlich schlaue Gruppe. Wir hatten uns abgesichert. Aber der Unbekannte ist ein beharrlicher Mistkerl. Evakuieren, los. Ja, ich muss nur die Flugabwehrgeschütze auf dem Dach wieder online kriegen. Cerberus stört sie. Ohne diese Geschütze bläst Cerberus unsere Rettungsshuttles einfach vom Himmel. Könnte am Netzwerklink liegen. Ich check das. Wir treffen uns oben. Jacob, jemand muss sich die Wunde ansehen. Ja, das wird schon. Ich muss nach meinen Leuten sehen, Commander. Kommen Sie rauf, sobald Sie können. Jau. Jacob, ein alter Freund von Ihnen? Er hat mir geholfen, die Kollektoren aufzuhalten. Dr. Brown. Ihr Partner war tapfer. Er würde nicht wollen, dass Sie so zusammenbrechen. Wir bringen Sie lebend hier raus. Das verspreche ich. Wer bist du? Commander Shepard, ich habe von Ihnen gehört. Noch ein Cerberus-Überläufer, wie es scheint. Etwas in der Art. Dr. Gavin Archer, wir haben wohl beide den Unbekannten hintergangen, jeder auf seine Art. Wie sind Sie hierher gekommen? Meine Forschung für Cerberus hat vielen Leuten geschadet. Ich habe Dinge getan, die kein Mensch tun sollte. Da war ich also, mit Blut an den Händen. Blut, das ich nie abwaschen konnte. Dem Unbekannten war das egal. Er sagte, unser Ziel sei größer als jedes Opfer, das wir bringen müssten. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Opferung und Mord. Also hat der Unbekannte Ihre Kündigung nicht angenommen? Für einen Mann, der gerne Vorträge über die Grautöne der Moral hält, ist sein Weltbild ziemlich schwarz-weiß, sobald es um Gehorsam geht. Entweder du machst mit, oder du stirbst. Was für eine Arbeit haben Sie für Cerberus gemacht? Es nannte sich Projekt Overlord, ein Experiment, um gewaltlose Methoden zu finden. Zur Kontrolle der Geth. Das scheint gar keine schlechte Idee zu sein. Ja, aber wie alles, was der Unbekannte anfasst, wurde auch meine Arbeit in gewisser Weise korrumpiert. Nur so viel, es nahm kein gutes Ende. Was ist schiefgegangen? Das war purer Zufall, leider. Die Geth reagierten nicht auf meine Versuche, mit ihnen zu kommunizieren. Bis mein jüngerer Bruder David einen Durchbruch erzielte. Er war Autist, mit mathematischer Inselbegabung. Er beherrschte in kürzester Zeit die Sprache der Geth und kommunizierte mit ihnen. Das heißt also, er konnte direkt mit den Geth sprechen? Zunächst nur rudimentär. Und deshalb beschloss ich, den nächsten Schritt zu gehen. Ich schloss David direkt an ihr Netzwerk an. Es kam zur Reizüberflutung. Kein Gehirn, nicht einmal das eines Genies,
kann diese Informationsmenge verarbeiten. Es trieb ihn in den Wahnsinn. Hat David das freiwillig gemacht? Der Unbekannte wollte Ergebnisse und ich wollte ihn zufriedenstellen. Zuerst schien es harmlos zu sein. Sie haben Ihren eigenen Bruder dazu gezwungen? Glauben Sie mir, ich durchlebe diesen Albtraum jede Nacht. Er drehte durch. Sein Geist wurde zu einem... Er tötete Dutzende Labormitarbeiter. Am Ende mussten wir über der Basis Nuklearwaffen zünden, um den Amoklauf zu beenden. Okay. Das ist alles, Doktor. Ich weiß zu schätzen, dass Sie uns helfen, hier rauszukommen, Commander. Ja, hoffe ich doch. Die Tanks der Stockholm-Zelle sollen ihre eigenen Kisten packen. Ich brauche sie hier oben. Seien Sie nicht so, die sind nur zu zweit. Ach, was denn? Höchstens eine Minute. Mod-Station. Okay, gehen wir nach oben. Noch mehr mitnehmen. 50 Experience Points. Die Proben vom Projekt Mia müssen mit dem zweiten Shuttle rausgehen. Ich habe schon eine Kiste fallen lassen, weil meine Hände so stark gezittert haben. Wir werden es schaffen. Wie ist der Status der Geschütze? Ist noch nicht so weit. Meine besten Leute arbeiten daran. Wie viele Wissenschaftler? 43 plus Forschungsassistenten. Wie konnten Sie es bei so vielen geheim halten? Wer um sein Leben fürchtet, ist zu vielem imstande. Brim, ich kann die Komponenten für die genetische Verstärkung unmöglich rechtzeitig abbauen. Tut mir leid, Doktor. Die Arbeit ist wichtig, aber Sie müssen sich um Ihre Familie kümmern. Moment, hier gibt's Familien? Kinder? Heilige Scheiße. Die haben also ihre Angehörigen mitgebracht. Ja, wir haben hier 17 Kinder. Partner, Ehepaare... Eltern, ich habe diesen Leuten eine Zuflucht versprochen. Ein neues Leben ohne Cerberus. Ich hatte nur nie gedacht, dass der Unbekannte... Darauf baut das Böse, dass die Guten sich's nicht vorstellen können. Okay, alle, die noch da sind, kommen hier lebend raus. Diese Flucht muss präzise durchgeführt werden. Ich hatte gehofft... Wir haben alles versucht, um das hier zu vermeiden. Wie sieht's aus? Weiß nicht. Von hier kann ich's nicht reparieren. Ich gehe aufs Dach. Da ist gerade ein Cerberus-Shuttle gelandet. Sind Sie dabei? Sie sind verletzt, Jacob. Ich kümmere mich um die Geschütze. Niemals. Das sind meine Leute. Ich gehe. Nach einer geglückten Selbstmordmission kriegen Sie nicht gleich eine zweite. Okay. Ich lotse Sie von hier aus durch. Cerberus stört wahrscheinlich den Satellitenlink. Sagen Sie, wenn Sie die Steuerung gefunden haben, dann gebe ich Ihnen den Code. Alles klar. Okay. Lassen Sie das liegen. Hauen wir einfach ab von hier, verdammt. Beruhigen Sie sich. Shepard, hier drin! Ja? Warte, was liegt da? Hey, sind Sie okay? Wie ist er jetzt da hingekommen? Warten Sie kurz. Verrückt. Ich hätte nicht gedacht, Sie je wiederzusehen. Das Gefühl kenne ich. Wie sind Sie zum Söldner geworden? Lange Geschichte. Ein Angebot von Leuten, die mir was bedeuten. Ich konnte nicht ablehnen. Es scheint Ihnen damit ja ganz gut zu gehen. Es sind tolle Leute. Sie kämpfen für ihre Ideale. Das mag ich. Ich habe meinen Platz im Leben gefunden. Was ich tun muss, ist, die Leute hier rauszubringen. Stimmt. Gehen wir es an. Jo. Das tun wir. Ich will nicht für die Rettung dieser Daten sterben. Ich sagte doch, wir hätten die Zukunft gesehen. Diese Zivilisten hatten keinerlei Chance, da lebend rauszukommen. Der Unbekannte will diese Leute unbedingt haben. Ja, wir klettern jetzt nach oben auf jeden Fall. Lassen Sie einen Rohling nicht zu... Ein Rohling nicht zu nah an sich heran. Rohlinge sind harte Gegner. Rohlinge? Oh. Gucken wir mal. Ach, das Ding. Nee. Nein, das wollte ich gar nicht. Das. Bestätigen. Ich hätte die Waffe gerade übersehen.
Oh. Keiner schießt, bevor ich nicht schieße. Okay. Was ist das denn für einer? Ich glaube, wir sollten... Ich schieße erstmal auf den Schildgenerator. Nee, erstmal auf den Kerl. Ah, auf was soll ich schießen? Vielleicht auch auf... Nein, der ist... Nein. Kampftechniker, Schildgenerator, Centurio. Erstmal das, dann haben sie nämlich keine Schilder mehr. So. Mach nämlich von hinten dann mal ein bisschen Schaden. Dem ist zerfetzt. Okay, nächstes Ziel, Satellitenturm. So wird das gemacht. Nicht wahr? Ja, muss ich sterben.